Und damit nun auch ein herzliches Willkommen an die Zuschauer, die sich das Ganze hier auf YouTube reinziehen. Und ja, wir sind auf dem Planeten Eos und haben eigentlich mehrere Aufgaben hier auf dem Planeten. Momentan ist immer noch der bessere Anfang markiert. Ich möchte aber immer noch erst, nicht verschollene Archen, Helios-Aufgaben. Ich möchte den ersten Mörder finden, die Leichnam. Der Leichnam, das ist mein Ziel. Und deswegen ignoriere ich das Ganze hier, denn das hier wird wahrscheinlich definitiv die letzte Aktion sein, bevor der Free-to-Play-Teil bis zum Release fertig ist. Aber es scheint mir, als würde ich hier gar nicht rauskommen. Okay, da draußen ist Strahlung. Das ist nicht so schön. Ich glaube, wir müssen tatsächlich erstmal hier was finden. Das geht nicht anders. Wir schauen uns erstmal hier ein bisschen um. Denn ich glaube, die Strahlung da draußen, die wird uns töten. Und ich habe keine große Lust, jetzt hier zu verrecken. Also schauen wir uns erstmal hier in dieser Geisterstadt um. Ich habe einen Codeschlüssel gefunden. Der verschafft uns Zugang, wenn wir ihn brauchen. Login Chefingenieurin Grace Leto. Neuer Eintrag. Experte Kotari muss aufhören, sich ausschließlich mit den Monolithen zu beschäftigen und über ihre möglichen Erbauer zu spekulieren. Natürlich brauchen wir Denker wie ihn, aber... Solange dadurch keine Nahrung wächst, kein Wind verhindert und Spezialprojekt Sigma nicht abgeschlossen wird, haben wir im Moment drängende Probleme. Sein Team untersucht die großen Strukturen und leistet dabei gute Arbeit, aber ich habe seinen Runner trotzdem prophylaktisch markiert. Fahrzeugverfolgungscode Grace Delta 9. Ende des Logs. Okay. Lithium. Schweißelektroden, Universalgel, nehmen wir alles mit. Ansonsten ist hier erstmal nichts mehr. Nein, Matt, das ist es folgendermaßen. Ich spiele bei den Origin Access. Das heißt, ich habe das Spiel vorbestellt. Und die Origin Access haben, das ist wie PlayStation Plus oder die anderen Bonus-Sachen, die dürfen vorab quasi ein Trial spielen. Und der beinhaltet 6 bis 10 Stunden, je nachdem, wie schnell man spielt. Das heißt, man muss schon Origin Access Mitglied sein. Sie ist nicht funktionsfähig, Pathfinder. Kein Wunder, nachdem sie so lange ohne Strom war. Pathfinder, diese Tür ist versperrt. Ach. Ohne Energie gibt es keine Möglichkeit, sie zu öffnen oder sich Zugang zu diesen Gebäuden zu verschaffen. Wir brauchen also Strom. Ne, ohne Origin Access würde ich jetzt noch nicht spielen dürfen. Dann müsste ich noch 3 Tage warten. Hier ist aber auch niemand mehr. Der wurde komplett aufgegeben. Brandspuren. Noch ein Datenpad. Noch ein Code, so wie der, den wir schon gefunden haben. Terminal, dann spielen wir erstmal den Audiolog ab. Wir haben heute den ersten Kolonisten verloren. Der Sturm kam wie aus dem Nichts. Lockley hat versucht, unsere Pflanzen abzudecken und dabei den Halt verloren. Er wurde einfach weggerissen. Seine Frau ist noch im Kälteschlaf. Vielleicht weiß ich ja, was ich ihr sagen soll, wenn sie irgendwann wecken. Das war alles. Okay, sagt jetzt nicht viel aus. Aber da war noch ein bisschen mehr. Botanische Analyse. Von Allison May. Neuer Eintrag. Was verbirgst du von mir, Eos? Die Pflanzen weisen sporadische Hyperwachstum auf, trotz einer Umwelt, die man als Sandstrahler einsetzen könnte. Ich vermute einen elektromagnetischen Auslöser.
Ich habe ein Signal empfangen, definitiv fremdartig, aber damit kenne ich mich nicht aus. Unsicher, ob bewusst gesteuert, habe Vektor aber erfasst. Ende des Logs. Okay. Ist das hier unsere Energiequelle? Wir gucken erst mal hier noch die Gebäude an, bevor es noch weiter reingeht. Außenposten, Zentralkolonne, Kontrolle. Da müsste doch hier auch die Energieversorgung sein. Turianische Kalibrierungsspule. Kann beim Händler gegen Credits verkauft werden. Wert ist gering. Wir nehmen erstmal alles an uns. Können wir ja später zu Geld machen. Die Haupttür wurde mit Energie versorgt. Die Innentüren aber nicht? Für die volle Funktionsfähigkeit der Anlage wäre eine aktive Energierelaisstation erforderlich. Das bedeutet, dass die Antenne auch keine Energie hat. Vielleicht verraten uns die Loks, was mit dem Energierelais los ist. Aber die Tür, die geht, oder? Da haben wir zum Beispiel ein Terminal. Nachricht für Nick Tsarniopoulos. Die Leute hier reden, sie sagen, Eos wäre nicht lebensfähig. Dass es nicht so läuft, wie sie erwartet hätten. Ich finde, du solltest zurückkommen. Ich weiß, was du sagen wirst. Ich habe mich nicht für die Initiative gemeldet, um eine schwebende Blechbüchse gefangen zu sein. Und ich verspreche dir, du kriegst dein Abenteuer. Später, wenn sie mehr Zeit hatten, eure Sicherheit zu planen und zu gewährleisten. Ich musste Mom versprechen, dass ich dafür sorge, dass du dich nicht unternimmst, und das mache ich. Denke wenigstens darüber nach für mich und melde dich regelmäßiger. Ich habe schon angefangen, mich wie Mom zu sorgen. Der Nagel an meinem kleinen Finger ist schon abgekaut. Es liegt an dir, ob meine restlichen Nägel intakt bleiben. Hab dich lieb. Ja. Hallo? Tut mir leid, Sie erneut zu belästigen. Ich habe vor ein paar Tagen um ein Update zu Leah Wells gebeten, aber ich habe nichts gehört. Es sieht aus, als wären die Nachrichten gar nicht geöffnet worden. Ist bei Ihnen alles in Ordnung? Bitte antworten Sie so bald wie möglich und sagen Sie Leah, sie soll sich bei mir melden. Das hört sich nicht gut an. War es vielleicht nicht nur die ganze Umwelt, sondern auch noch ein Angriff vielleicht dabei, weil es sieht schon sehr chaotisch hier aus. Aber da müsste eigentlich viel mehr zerstört sein. Oder nicht? Ein bisschen Eisen kann nie schaden. Disruptor-Munition, Universalgel, alles mitnehmen. Und ein weiterer Audiolog. Sandstürme, Strahlung. Was zum Teufel hat sich Addison nur dabei gedacht, uns hierher zu schicken? Eos sah vielleicht damals in der Milchstraße fantastisch aus. Aber aus der Nähe betrachtet ist es die reinste Hölle. Farthingale sagt mir ständig, ich soll positiv bleiben, damit sich der Rest des Teams an mir aufrichten kann. Aber ich werde einfach das Gefühl nicht los, dass ich hier draußen sterben werde. Okay. Und danke fürs Auto-Hosting, Galaxy. Und willkommen an den einen Zuschauer. Habe ich den übersehen? Ich habe ein partielles Log, kann aber die Antenne nicht einschalten. Etwas blockiert die Energieversorgung. Die Ursache ist eine externe Sperrung. Ihr Ursprung liegt in einem nahegelegenen Energierelais-Turm. Dann sind wir also nicht die Einzigen, die sich dafür interessieren, was hier passiert ist. Sehen wir uns diesen Relais-Turm mal an. Okay, okay. Dann muss ich tatsächlich ein bisschen mehr aus meinem Log rausgehen.
Sehen Sie sich das an. Dieser Ort ist eine Ödnis. Die Strahlung in der Atmosphäre von EOS erzeugt eine lebensfeindliche Umgebung. Strahlung? Unsere Anzüge schützen uns doch davor, oder? In Anlage 1 gibt es Schildmasten, die das Ausmaß der Kontamination dämpfen. Und was ist, wenn wir uns außerhalb des sicheren Bereichs von Anlage 1 aufhalten? Das wäre nicht ratsam. Das habe ich schon gemerkt. So, was ist denn hier mit der Anlage? Ich glaube, damit reinigt man Wasser. Das sind ein paar hundert Tonnen Stahl. Und der Sturm verformt sie einfach. Ich sehe kein Wasser. Das ist verbarrikadiert. Ah, hier ist Wasser. Fluorid gesammelt. Ist aber auch nur ganz wenig Wasser hier. Was ist denn hier? Nichts. Dann schauen wir uns hier vorne noch um. Auch verbarrikadiert. Das da hinten müsste die Antenne sein. Die müssen wir wohl ein wenig ausrichten. Und vielen Dank für den Autohost. Zockermade. Naja, Munition liegt hier wahrscheinlich auch nicht ohne Grund rum. Ich find's ein bisschen schade. Das Bauwerk da vorne. Was ist das, Sam? Es entspricht dem Profil einer Energierelaisstation, Pathfinder. Sehr gut. Wenn wir sie zum Laufen kriegen, werden die Gebäude vielleicht mit Strom versorgt. Und wir erfahren, woher dieses Signal kommt. Ich finde es tatsächlich ein bisschen schade, dass diese Munitionskisten hier rumliegen. In den alten muss man ständig wieder haushalten oder bei den Gegnern Munition sammeln. Denn allein dadurch, dass jetzt da unten Munition liegt, weiß man, dass das hier halt nochmal zum Kampf kommen wird. Hier wird ein bisschen die Spannung rausgenommen. Oder die Überraschung an sich. Hätte man durchaus besser lösen können. PG-Ersatzthermomagazin, 50% Präzisionsgewehr-Reservemagazin. Sehr schön. Dann war das wohl kein Catschiff. Die klopfen nicht an. Hier sind Leute? Wir dachten, alle wären längst weg. Natürlich dachten sie das. Und jetzt verziehen Sie sich. Finden Sie Ihr eigenes Bergungsgut. Hier ist besetzt. Sie sind also ein Bergungsgutsammler. Haben Sie einen Namen? Ich heiße Ryder. Clancy, ich verdiene ehrlich Geld in dem... Moment, Ryder? Wie der Pathfinder? Die Nexus kann EOS einfach nicht in Ruhe lassen, was? Egal, wie oft sie hier unten scheitert. Ich verfolge ein Signal, das EOS helfen wird. Ich benötige lediglich Strom für die Antenne. Ich habe die Energie nicht grundlos abgedreht. Die Cats sind heute auf Patrouille. Wenn sie das Energierelais einschalten, wissen die, dass hier unten noch ein saftiges Ziel am Leben ist. Helfen Sie mir mit dem Energierelais, dann kümmere ich mich um die Cat. Sie sind verrückt. Aber vielleicht auf eine gute Art. Okay, ich aktiviere die Generatoren da draußen. Wenn Sie den Tiger reizen wollen, bitte sehr. Und Action. Machen wir uns bereit. Sobald wir die Generatoren starten, wird es vermutlich ziemlich ungemütlich. Machen wir ein bisschen Badaboom. Halt, da oben ist auch ein Generator. Bevor ich jetzt hier hoch und runter renne.
Die Startsequenz ist fehlerhaft. Manuelle Eingabe erforderlich. Verdammt! Scannen Sie bitte einen der Pylonen. So kann ich einen Zugangspunkt identifizieren, den wir hacken können. Diese Analyse liefert uns wichtige Forschungsdaten, Pathfinder. Nehmen Sie durch Scans weitere dieser... Der Generator ist aktiv. Sam, unser Freund Clancy, hat er dem Außenpostenteam angehört? Nein, Pathfinder. Den Unterlagen der Nexus zufolge ist er im Hangar stationiert. Und was macht er dann hier? Schwänzt er etwa die Arbeit? Vielleicht betätigt er sich ja nebenbei noch als Bergungsgutsammler. Pathfinder, diese Tür ist versperrt. Ohne Energie gibt es keine Möglichkeit, sie zu öffnen oder sich Zugang zu diesen Gebäuden zu verschaffen. So, jetzt machen wir den unten noch an und dann bekommen wir wahrscheinlich relativ schnell Besuch. Dann gibt's ein bisschen Action. Wir haben Gesellschaft. Komm schon hoch, genau. Heb dein Köpfchen. Lade nach. Jetzt noch du da hinten. Komm schon. Komm. Putt. Genau zwischen die Augen. Genau zwischen die Augen. Was die Cat betrifft. Die Energierelaisstation ist bereit zur Aktivierung, Pathfinder. Auf geht's. Einmal Munition auffüllen. Wo war die Kiste nochmal? Hier war sie. Ah ne, auf VW-Holstern. Stimmt ja. So, gibt's noch was zu looten? Loot! Give me some loot, bitches. Na gut, muss ich wieder den blöden Eingang oben nehmen. Sie haben alle Cat erledigt? Klar, benutzen Sie das Energierelais. Ach was, nehmen Sie sich, was immer Sie wollen. Trotzdem ein kleiner Rat. Wenn Ihr Signal außerhalb des sicheren Bereichs liegt, benötigen Sie eine Fahrgelegenheit. Eine Fahrgelegenheit? Shuttles machen bei diesem Wind keinen Spaß. Sie brauchen Räder. Ich glaube, da steht noch eine Kleinigkeit im Lager. Sie sind noch nicht dazu gekommen, sie zu bergen? Ich hab's versucht. So einfach ist das nicht. Aber für einen Pathfinder ist das wahrscheinlich leichter. Wir gehen zu unserem Shuttle. Wenn Sie so weitermachen, finden wir bei unserem nächsten Besuch vielleicht nicht nur Bergungsgut. Sie haben nicht zufällig etwas, das wir gebrauchen könnten. Oh mein Gott, ein kleiner Händler. Cobra-Raketenwerf. Verbrauchsobjekt selten. Eine mit Universalwerkzeug. Abgefeuertes Exklusivgeschoss, das gewaltigen Schaden verursacht. Alle Bergungsgüter verkaufen. Gut. Jetzt haben wir 1480. Könnten also jetzt ein bisschen einkaufen. Also das können wir anscheinend mit unserem Universalwerkzeug, also mit dem, was wir im Arm haben, einfach abfeuern. Kostet aber 2400, haben wir nicht. Overdrive Pack. Lädt augenblicklich alle Waffen nach und sämtliche Kräfte wieder auf. Erhöht außerdem vorübergehend die Präzision.
Das hätte ich gern einmal. Schildkondensator, Verbrauchsobjekt. Erhöht die maximale Schildleistung und regeneriert die derzeitigen Schilde auf das neue Maximum. Der Boost hält an, bis die Schilde erschöpft sind. Den nehmen wir auch mit. Kryo-Munition nehme ich auch gerne mit. Brandmunition und das Raptor-Munition. Die Raptor ist bestimmt ein Scharfschützengewehr, oder? Oh ja. Nehme ich auch mit. Was ist die Mattock? Kann ich die vergleichen? Bild nach unten. Der Schaden ist höher, Präzision ist höher, Feuergeschwindigkeit ist höher. Gut. Das würde ich sagen. Haben wir jetzt alles eingekauft? So, Handel besteht übrigens. Wir verkaufen die Incisor und holen uns die Raptor. Ja, möchte ich bestätigen. Sehr schön. Was haben wir hier noch? Universalgel und weitere Credits. Außenposten, Energiesteuerung. Erstmal den Behälter öffnen. Exogeni M-Spec Magnet. Okay, ist wieder ein Bergungsgut. Wir nehmen erstmal alles mit.